In diesem Video lernst du, warum und wie du ein Exzerpt richtig schreibst. Lass uns damit loslegen, was man unter einem Exzerpt überhaupt versteht. Das Exzerpt ist ein Textauszug oder eine kurze Zusammenstellung von relevanten Gedanken, die hilfreich bei der Beantwortung einer Forschungsfrage sind. Beim Lesen werden Zitate herausgeschrieben und Paraphrasen erstellt. Exzerpieren heißt, auf das Wesentliche zu reduzieren. Ein Exzerpt ist einfach ausgedrückt eine kurze und nicht vollständige Zusammenfassung. Das Exzerpt ist mehr als eine Aufzählung von Stichworten. Des Weiteren ist es keine Nacherzählung. Lass uns jetzt darauf eingehen, wozu du ein Exzerpt überhaupt schreiben solltest. Das Exzerpt hilft dir dabei, Gedanken zu einem Text zu machen und anhand dessen einen Überblick und Meinung zu einem Thema zu bekommen. Bei umfangreicheren wissenschaftlichen Arbeiten wird eine Vielzahl von Quellen herangezogen. Mit der Zeit vergisst du schnell die Inhalte der jeweiligen Quelle. Das Exzerpt gibt dir selbst nach einer längeren Zeit einen aussagekräftigen Überblick über die Quelle, ohne noch einmal auf die Quelle zurückgreifen zu müssen. Solltest du trotz des Exzepts noch einmal auf die Quelle zurückgreifen müssen, dann wurde das Exzept nicht richtig bzw. eindeutig erstellt. So, lass uns jetzt darauf eingehen, wie du ein Exzept schreiben solltest. Du musst den Langbeleg einer Quelle angeben, das heißt den Autor, Titel, Auflage, Erscheinungsjahr inklusive der Seitenangabe, so dass der angeführte Gedanke oder das Zitat überprüfbar ist. Setze den zitierten Gedanken in Anführungszeichen bzw. führe die paraphrasierte Stelle an. Füge zu dem Zitat oder der paraphrasierten Textstelle einen Kommentar hinzu. Jetzt siehst du eine Vorlage für ein Exzept. Diese Vorlage kannst du dir kostenlos auf unserer Homepage herunterladen. Den passenden Link findest du unten in der Beschreibung. Eine häufige Frage ist, ob das Exzept in vollen Sätzen oder in Stichpunkten geschrieben werden sollte. Wir empfehlen dir, die Gedanken aus den Quellen in Sätzen zu verfassen. Zwar dauert die Erstellung eines Exzepts dann etwas länger, allerdings senkst du dadurch das Risiko, dass die Gedankenanmerkungen nach einer bestimmten Zeit nicht mehr nachvollziehbar sind. Bei den Stichworten solltest du Folgendes unbedingt beachten. Begriffe aus der Quelle müssen unverändert bleiben. Stichpunkte müssen dem eigentlichen Zusammenhang entsprechen. Stichpunkte sollten leicht nachvollziehbar formuliert werden. Bist du unerfahren im Schreiben von Exzepten, dann raten wir dir zur Variante mit vollen Sätzen. Für Erfahrene ist die Stichwortvariante zu empfehlen. Auch eine häufige Frage ist, sollte man Paraphrasen oder Zitate nutzen? Du solltest grundsätzlich auf Paraphrasen zurückgreifen, da du dich dadurch aktiv mit der Quelle auseinandersetzen musst. Die Gedanken des Textes werden dadurch viel mehr verinnerlicht als beim bloßen Abschreiben. Du solltest nur dann auf Zitate zurückgreifen, wenn in der Quelle eine überzeugende und sehr einprägsame Formulierung benutzt wird, die sehr gut einen Gedanken wiedergibt, der für deine wissenschaftliche Arbeit von Relevanz ist. So, jetzt kommen wir zu den häufigen Fehlern bei einem Exzerpt. Sekundärzitate müssen unbedingt mit der Originalquelle verglichen werden, um Fehlinterpretation oder Rechtschreibfehler zu vermeiden. Deine kritischen Anmerkungen dürfen zwar ins Exzept eingebaut werden, müssen aber als Anmerkung deutlich erkennbar sein. So, lass uns jetzt den Unterschied zwischen einem Exzept und einer Zusammenfassung beleuchten. Die Zusammenfassung geht allgemein auf die Aussage der Quelle ein, somit wird in der Zusammenfassung die Perspektive des Autors dargelegt. Das Exzept hingegen geht auf die Aussage der Quelle im Hinblick auf die Forschungsfrage zum Beispiel einer Bachelorarbeit ein. Somit wird im Exzept die Perspektive einer Forschungsfrage dargelegt. Was für eine Zusammenfassung wichtig ist, muss nicht für ein Exzept relevant sein. Hast du noch Fragen zum Schreiben eines Exzepts, dann schreib sie unten im Kommentarbereich. Und wenn du Hilfe beim Erstellen eines Exzepts benötigst, können dich gerne unsere Ghostwriter dabei unterstützen. Schick uns einfach eine unverbindliche Anfrage, den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da, abonniere den Channel und bis bald.